Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben uns gerade schon darüber unterhalten, wie oft hier davon die Rede ist, dass es sich um Einbahnstraßenintegrationspolitik handelt. Fünfspurige Autobahnen brauchen wir, und zwar in beide Richtungen. Nur dann wird diese Herausforderung irgendwann auch funktionieren. Also wir müssen uns wirklich bedanken bei den Grünen. Es hat mal wieder die Gelegenheit ergriffen, anhand eines solchen Antrages zum Thema Integrationspolitik, die uns alle sehr am Herzen liegt, auch heute reden zu können. Es ist eher ein bisschen so eine Open-Space-Debatte, weniger was ganz Konkretes. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an dem Antrag. Der ist mehr so sonderpreiswürdig für das Thema Copy und Paste. Also nichts, was wir davon nicht vielleicht auch schon mal gelesen hätten. Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass es sehr vieles gibt, was deckungsgleich ist. Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass es bei den Fragen der Anstrengung dieses Staates durchaus auch absolut gleichgelagerte Interessen über das ganze Haus verteilt gibt. Die entscheidende Frage ist meistens nur die Ausprägung. Also die Integrationsfähigkeit, Herr Kollege, bei den Regierungsmitgliedern, auch was die CSU anbetrifft, will vielleicht nur mal einen kurzen Ausflug machen. Ich halte das schon für einen ganz wesentlichen Beitrag, dass unser Entwicklungsminister Gerd Müller im Augenblick dafür sorgt, dass Integrationspolitik in unserem Land dadurch möglich ist, dass in den Ländern, in denen Menschen tatsächlich Entwicklungshilfe brauchen, ein Verbleib und eine Entwicklung dort auch wirklich möglich ist. Das ist ein echtes Integrationsangebot auch innerhalb der Regierung. Ich glaube, dass wir keine Nachhilfe brauchen bei der Frage, was müssen wir beim Thema Integrationskurse, Integrationsangebote machen. Im wievielten Jahr heben wir diese Mittel an dieser Stelle tatsächlich an? Wir haben jetzt wieder, ich will immer nur ein Element herausgreifen, damit es nicht wirklich zu beliebig wird, das Thema berufsbedingte Sprachkurse nochmal draufgesattelt, weil uns vollkommen klar ist, dass die Frage Integration eine gesellschaftliche Aufgabe ist, die den Menschen aber auch in seiner gesellschaftlichen Ganzheit umfassen muss. Das bedeutet nämlich gerade auch, was die Arbeit betrifft. Also jetzt mal auch zu der entscheidenden Frage, wie kann man sich dem Thema Sprache nähern? Ich darf schon mal daran erinnern, man muss das hier auch immer wieder tun. Wie ist die CSU beschimpft worden, als sie vor Jahren gefordert haben, ohne Deutsch gibt es keine Integration. Ohne das Erlernen der Sprache ist das nicht möglich. Da war von Zwangsgermanisierung die Rede. Gott sei Dank kann ich nur sagen, dass das heute State of the Art ist. Doppelter Witz. Indem wir klassisch sagen, das Erlernen der Sprache ist nun mal der entscheidende Schlüssel. Und jetzt kommt's, Herr Beck, regen Sie sich nicht gleich auf, ich gebe Ihnen noch ein paar Möglichkeiten, sich etwas mehr aufzuregen. Die entscheidende Frage ist doch, wohin integriert man sich? Das Wunschkonzert auch der Anträge, die wir heute haben, zu sagen, was muss der Staat alles leisten, was muss er alles vorfinanzieren. Die entscheidende Botschaft ist, was will ich am Ende mit dieser Integration? Woran soll derjenige, der sich integrieren soll und die Motivation hat, sich zu integrieren, eigentlich hineinbegeben? In eine Gesellschaft, bei der ich, ja, ich muss es sagen, der Begriff Leitkultur schon zumindest ausdrückt, worum es uns geht. Sie können es anders nennen, es ist mir relativ egal. Weil es um die entscheidende Botschaft geht, was sind denn die Grundlagen dieses Staates? Was ist der Kitt, der diesen Staat zusammenhält? Was ist die entscheidende Botschaft, da scheint sogar die Sonne, was ist die entscheidende Botschaft, wenn es um die Grundlagenwerte geht, an diese Gesellschaft sich zu halten? Ich will sagen, ja, es geht am Ende auch um eine gewisse Erziehung und Integration in eine Leistung zu einem Verfassungspatriotismus. Denn unsere Verfassung sagt, sie gibt Ausdruck, sie gibt Auskunft darüber, was sind die wirklich wesentlichen Botschaften dieser Gesellschaft, dass es wir zusammenkommen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, es tut mir furchtbar leid. Ich glaube nicht, dass Vorkommnisse, da meine ich nicht nur die an Silvester in Köln, ich glaube nicht, dass die Frage von Gleichberechtigung von Mann und Frau mit einem ein-, zwei-, dreitägigen oder zweiwöchigen Genderkurs geklärt sind. Das wird nicht reichen. Es kommt darauf an, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben, sich tatsächlich in dieser Gesellschaft anzudocken. Das ist kein planwirtschaftlicher Grundsatz. Das kann und wird dieser Staat alleine nicht leisten können. Das wird diese Gesellschaft nur miteinander aufeinander zubewegen können. Wir wissen, dass wir bestimmte Maßgaben brauchen, die nicht freiwillig zu kriegen sind.
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Es ist nun mal so, dass die intrinsische Motivation normalerweise nicht automatisch kommt. Sie braucht auch eine Aufforderung von außen. Sie braucht eine Motivation, die wir gegebenenfalls als Staat setzen müssen. Und das bedeutet, und das drückt das Gebot fordern und fördern nur teilweise aus. Wir müssen schon schauen, und Bayern hat da vorgelegt, ein Integrationsgesetz, das klar macht, was den Bürger von uns, was er zu erwarten hat an Angebot und was er dafür auch zu leisten hat. Das ist eine umgesetzte Integrationsvereinbarung, bei der wir meinen, nur so wird es gehen. Es muss am Anfang klar sein, was wir von einem Menschen, der hier eine Bleibeperspektive hat, auch erwarten. Es muss klar sein, was passiert, wenn er sich dieser Frage von Integration tatsächlich verschließen sollte. Das trifft nicht die Mehrheit. Ich glaube, dass die Menschen, die hierher kommen, wirklich in der Mehrzahl bereit sind, sich in diese Gesellschaft zu integrieren. Dass sie wollen, dass sie es wollen, sich selbst eine Möglichkeit, eine Perspektive, ein Leben aufzubauen. Und wir haben immer definiert, erfolgreiche Integrationspolitik ist dann, wenn ein Mensch tatsächlich in der Lage ist, sein eigenes Leben zu erhalten, aber auch dieser Gesellschaft etwas zu geben. Das sollte man auf jeden Fall tun. Jetzt hat Herr Beck, bevor er sich den Arm lahmt, soll er die Möglichkeit erhalten. Frau Präsidentin. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Beck. Bevor Sie sich für den Nobelpreis bevor Sie sich für den Nobelpreis bewerben, weil Sie das Rad gerade neu erfunden haben, möchte ich Sie dann doch darauf aufmerksam machen, dass wir 2005 mit dem Zuwanderungsgesetz die Integrationskurse geschaffen haben, ein Recht von jedem, der ein Aufenthaltserlaubnis erhält, innerhalb von 2 Jahren diese zu besuchen, mit der Möglichkeit, bei den Leuten, die es brauchen, die auch zu verpflichten und entsprechende sozialrechtliche Sanktionen als auch aufenthaltsrechtliche Sanktionen an die Nichteinhaltung dieser Verpflichtung zu knüpfen. Das ist alles Gesetz seit 10 Jahren. Das einzige Problem, was wir aktuell haben, ist, dass wir nicht genügend Integrationskursplätze haben. Aber wir haben nicht das Problem, dass wir neue Sanktionsdebatten führen müssen. Ich bin gar nicht gegen Sanktionen, aber wir haben sie halt einfach schon. Warum erzählen Sie hier Dinge, als ob man etwas machen müsste, was längst Gesetzeslage ist? Warum ich solche Dinge erzähle, ist eher eine psychologische Frage. Ich antworte sie gern, weil ich es für notwendig erachte, weil es natürlich nur zum Teil stimmt. Ich bin unbenommen, dass wir die Möglichkeit geschaffen haben, auch zu reagieren. Sie wissen aber auch, dass es auf sehr vielen verschiedenen Ebenen funktioniert. Und es ist eben eine Mehr, dass das bei sehr vielen Integrationsleistungen überhaupt theoretisch möglich ist. Es betrifft eben nicht den gesamten Katalog an Möglichkeiten, die der Staat tatsächlich gibt. Es geht um die entscheidende Frage, nicht nur bei der Frage Verweigerung von Integrationskursen, sondern schon auch bei der Frage, welche Art von Beratungsleistung, bei der Frage von Bildung und Ausbildung und Weiterbildung, wenn dort etwas passiert. Und deshalb bitte ich hier einen kurzen Blick mal in das Bayerische Integrationsgesetz, ist jetzt neu aufgelegt, extra für Sie hineinzuwerfen, dann wird diese Frage auch nachhaltig beantwortet. Ich möchte ganz gern noch den letzten Gedanken, der mir wichtig ist, zu sagen, es geht für uns schon auch darum, und ich will nicht immer nur von Sanktionen reden, weil die immer so nach Dampfhammer klingen, sondern es geht mir schon auch um die entscheidende Frage zu sagen, wo liegt denn der zukünftige, wo liegt denn der Beitrag, den eine wirklich große Gemeinschaft an Integrationswilligen leisten kann. Es geht natürlich auch darum, dass wir über dieses Land mal sehen müssen, was sind demografische Wandlungsherausforderungen? Wo wissen wir, dass wir Notwendigkeiten haben, andere Strukturen zu schaffen? Und es ist eine Mehr zu glauben, dass Zuwanderung unser demografisches Grundproblem hier im Land einfach lösen kann. Es ist aber auch wahr, dass sich darin eine sehr, sehr große Chance für Menschen befindet, die sich hier eine Perspektive aufbauen wollen. Aber dann kommen eben so Dinge, die wieder sofort als Zwangsmaßnahme erklärt werden. Aber so etwas wie eine Wohnsitzauflage ist halt nun mal notwendig, um Menschen auch dahin zu bringen, wo wir sie tatsächlich zu einem Aufbauprozess wirklich leisten und anhalten wollen. Es geht in die entscheidende Botschaft. Es geht um die entscheidende Botschaft, dass wir sagen müssen, Menschen werden sich nicht nur durch die anfänglichen Integrationskurse, sie werden sich nicht nur durch das anfängliche staatliche Bildungsangebot weiterentwickeln, sondern an dem Ort, an dem sie Arbeit und Auskommen finden, werden sie ihren Beitrag leisten können zu einem Bestand, zu einer Weiterentwicklung dieser Gesellschaft. Und das ist meines Erachtens genau das, was gute Integrationspolitik tatsächlich bieten kann. Aber klar ist, neben den Anstrengungen des Staates
muss es auch klar sein, dass derjenige, der zur Integration kommt, auch bereit ist, das anzunehmen. Und er muss sich dieser Herausforderung stellen. Integration kann keine Planwirtschaft sein, sondern Integration ist eben keine Option, sondern Integration ist ein Gebot. Und dieses Gebot müssen wir von allen verlangen, die wir auf Dauer in dieser Gesellschaft auch als einen positiven Beitrag halten wollen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Kerstin Kastner, Fraktion Die Linke.